So. Wenn das Gebiet freigeschaltet. Kurugawa. Kisten. Und Toriyoma. War da nicht der Typ mit den Schafen, war doch hier. Oder nicht? Dann fahren wir da mal hin. Ein Haus oder nicht für die neue Seele? Ja, ein Haus irgendwie, der wollte ein Haus haben. Stimmt. Alice Haus, Landhaus. Nur das Landhaus, da brauchen wir Eisenbarren. Okay. Haben wir Eisen? Ich glaube, wir haben Eisen eingesammelt. Was zu essen gefällig? Ein Fisch. Nein, was soll ich wissen, was du das letzte Mal hattest? Ein paar Fäden. Wir müssen noch mal gießen. Ich glaube, da brauchen wir noch eine. Wir brauchen eine Schmiede irgendwie, um das Eisen zu fertigen. Brauchen wir dann eine. Oh, Kohlkopf. Brauchen wir dann eine Schmiede oder was ist da los? Wo ist denn der Rest hier? Oh, ist traurig. Hat nichts zu essen bekommen oder was? Lass dir etwas anderes einfallen. Was? Wieso bist du traurig? Du brauchst eine Umarmung. Eine kleine Umarmung versuchst du ihm. Jetzt ist er wieder fröhlich. So muss das. Was mit dem dritten Passagier? Ah, da ist sie ja. Bleibst du mal hier? Für dich was Süßes. Oder was anderes. Ein Kaffee. Und eine Umarmung. Alle wieder happy. So, wir haben noch keine Schmiede. Also. Weißt du, im Sägewerk können wir das wahrscheinlich nicht machen. Müssen wir mal hier entlang. Und wenn, dann hat Albert bei sich. Eine Schmiede. Sägewerk, Liebstuhl, Gießerei. Das wäre es vielleicht. Das können wir auch schon bauen. Dann müssen wir eigentlich zu Albert. Ja, das sieht richtig aus. Das ist auch ein großes Ding. Halt. Kommando zurück. Einmal umdrehen, bitte. Hier haben wir die Gießerei. Es wird hier immer höher. So, wie machen wir das jetzt? Eisenerz. 5 können wir gleichzeitig.
hin. Kohle, Kohle, Kohle. Schätze mal so. Und ich einhetzen. Dann schmieden wir uns was. Okay, so wohl nicht. Das hat ja schon grün geblinkt. Wir müssen es im grünen Bereich behalten. Bis die Temperatur ansteigt. Ich verstehe. Den Ofen schon anheizen. Aha, Eisenbarren. Vielleicht den nächsten rein. Davon können wir auch machen. Ich weiß nicht, wie viel Eisenbahn wir brauchen. Kann ich schaden, wenn wir mal ein bisschen mehr machen. Bald. Erst abkühlen lassen. Jetzt haben wir 10 Eisenbahnen. Mal schauen, ob das schon reicht. Landhaus. Jo, dafür haben wir Material. Endes Landhaus. Wo bauen wir das jetzt hin? Aufs Feld. Hier passt nicht mehr hin. Und schlecht gewirtschaftet. Das bauen wir neues. Bauen ein größeres Schiff. Nichts bauen oder was? Sittum. Wir müssen doch vielleicht mal hier die das Eisenberg und das hier irgendwie. Können wir das oben drauf bauen? Was haben wir jetzt gemacht? Ich glaube, ich befürchte, wir brauchen ein größeres Boot, bevor wir das machen können. Das Landhaus ist schon riesig. Da kann uns nur er hier helfen. Machen wir uns auf den Weg.
Bis dahin kann ich noch mal versuchen, was umzustellen. Wenn wir Summers Haus über den Garten machen, das müsste ihr gefallen. Wo ist das Landhaus? Ah ja, das geht. Schön. Fahren wir jetzt wieder umsonst dorthin, aber den Landhaus gebaut. Kommen wir zurück. Hin und her. Was doch noch gebaut. Also ich spiele wieder. Es bringt nichts, wenn wir nicht verbessern. Hier haben wir wieder die Zeugspflanze. Ja, hier haben wir nichts zum Pflanzen. Nix. Dann können wir kochen. Ich helfe mal ein bisschen gießen. Okay, können wir gerade nicht. Mal Reis kochen. Ja, du hast wieder Hunger. Ja, wir fahren zur Villa. Aber erstmal holen wir noch ein anderes Mitglied. Und wir haben uns noch ein viertes Seele an Bord. Und gerade nicht. Mann. Keine Umarmung. No. Die Katze will uns umarmen. Hat die Katze im Spiel einen Namen? Nein, müssten wir ihm einen. Jo, oder ihm einen geben. Was? Du hast ein Haus gebaut? Für mich? Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Und da es nun einmal steht. Nun ja. Da wäre es ja unhöflich von mir nicht einzuziehen. Vielen lieben Dank, Schätzchen. Dann war Alice dazu geholt. Daffodil. Ah, stimmt, Daffodil. Daffodil war der Name. Oh, jetzt haben wir ein Schaf an Bord. Was sieht man denn das? Jetzt müssen wir uns um ein Schaf kümmern.
Liebes. Was ist das? Oh, eine kleine Zeremonie. Gut, ich werde mein Bestes geben. Predigen, Drogen. Oh, Nike. Na, Ekel. Oh, das ist wirklich angenehm. Wirklich eine Waffel. Und warm wie. Weich wie eine Waffel und warm wie ein frischer Kuchen. Hihihi, ich fühle mich wieder jung. Vielen Dank, dass du mich gefunden hast, meine Kleine. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde mich schon zurechtfinden. Soll vielleicht was zu essen sein? Danke, ich bin gerade nicht hungrig. Dann willkommen an Bord. Igel Umarmung. Autsch. 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 Strahlen wir rausziehen. Ich weiß, Igel können auch knuffig sein, können auch geschlecht sein, wenn sie diese Stacheln nicht ausfahren. Ich glaube, es ist mal nachts. Einmal schlafen. Das Schiff wird größer und größer. Ich glaube, wir sollten mal zur Villa. Da bettelt die. Die ganze Zeit schon rumgebettelt. Das Rezept ist gewöhnlicher Reis. Kann man das kombinieren? Ich habe noch nichts gefunden, was man. Meine Pilze zum Beispiel könnte man sehr gut kombinieren. Noch ein bisschen Lauch kochen. Das wird auch wieder nur eine Gemüsepfanne. Oh, du bist gekommen. Hast du das gesehen, Stella? Das kleine Schaf wollte mit uns kommen. Es hat wohl doch keinen Gefallen an seinen neuen Gefährten gefunden. Nun ja, mach dich keine Sorgen, wir werden uns gut um dich kümmern. Aber zuerst, diese ganze Wolle sieht ziemlich unangenehm aus, nicht wahr? Und, oh nein, wir sind auf einem Schiff. Es ist genau wie in dieser Geschichte, in der die Schafherde vom Schiff fällt. Oh, so geht das nicht. Nur zu Stella, schere ihm die Wolle vom Leib. Es ist nur zu seinem Besten. Okay, jetzt können wir scheren. Was zu essen, Felix? Danke, ich hatte schon richtig Hunger. Gleich. Du wirst das Schaf. Scheren. Der Blick. Schlüssel für Haus in Mond. Okay, warum hatte. Ich habe Fragen. Warum hattest du einen Schlüssel in deinem Pilz? Ja, komm, Böse muss aufgewertet werden. Ja, wenn wir mal Ressourcen haben. Da fühlst du dich jetzt nicht besser. Und das ist auch viel sicherer. Und die Schlüssel, ich dachte, ich hätte sie verloren. Aber er steckte die ganze Zeit in deiner dicken Wolle. Was für eine Freude. Du wirst schon einen guten Verwendungstrick für diese extra Wolle finden, Stella. Wolle ist eines meiner Lieblingsmaterialien. Ich wähle ausschließlich Wolle für alle meine Decken. Mein Mann fand sie natürlich immer zu kratzig. Es war so ein Miesepeter.
Wie dem auch sei, seine Wolle wird schnell nachwachsen, aber nur wenn du das Schaf gut fütterst. Das hier scheint besonders großen Appetit zu haben. Ich würde vorschlagen, dass du es regelmäßig fütterst, sonst könnte es sich in deinem Garten umsehen und deine Nutzpflanzen zerstören. Oh Gott, es wird katastrophal. In Wolle kann man viel verstecken, nehme ich an. So flauschig wie das ist. Oh, ein Schaf. Ein Schafspferd. Ich würde es an Ort und Stelle halten. Den solltest du vermutlich so schnell wie möglich bauen. Zum Wohl des Schafs und deiner Pflanzen. Aha. Ein Schafspferd. Feldsägewerk. Haben wir noch keine Anleitung für. Okay, wie war das mit dem Aufwerten? Kombüse. Da habe ich Materialien für. Also später. Die nochmal an Land. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Ein bisschen braune Wolle. Wollfasern. Aha. Kirschsamen. Oh, Kirschsamen ist cool. Keramikschüssel. Das hat sich gelohnt. Weiteres nacktes Schaf. Grillgemüse, habe ich es gesagt? Da habe ich es gesagt. Oh, etwas Neues. Was willst du? Was ist dein Glücksdarm? Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Kaum genug mehr Sachen. Ah ja, nee. Die kaufe ich gern. Die Samen. Nee, die Quest von ihm mache ich erstmal nicht. Weil ich gerade nicht wirklich Bock drauf. Kopfsalat. Wir können mal wie Juli einen kalten Salat machen. Wo pflanzen wir die Kirschen an? Wahrscheinlich auf dem unteren Feld. Da freuen sich zwei an. Ich soll das unten machen. Das mache ich unten. Pilzwand. Ein
bisschen Reis. Die Musik ist so schön, ich will da nicht zwischen labern. Deswegen nicht wundern, dass ich schweige. Und ernten und ernten und gießen Teeblätter. Aha. Teeblätter mal da gepflanzt. Kirschen können wir wohl noch nicht anpflanzen. Jetzt können wir Kaffee und Tee machen. Nicht übergießen. Verdammt, das war schon fast fertig. Tee können wir machen. Wollen wir den Salat ausprobieren. Kaffee und Tee wird man bekanntlich auch immer sehr satt. Das ist ja zumindest die Insel, die Schiffbewohner hier, die werden da sehr satt von. Schau, selbst er wird satt dadurch. Wer ist ein Reis? Das ist was Neues. Neues Angebot. Wo stehst du zu Reis? Hier ist auch so ziemlich alles. Bisher. Magenknut, ja dann Reis. Heute ist Reistag. Da wird schon abends. Wir sind noch gar nicht losgesegelt. Also ich würde tatsächlich mal hier die Insel ansteuern. Die Villa. Die anderen Inseln können wir ja dann auch noch erkunden. Das ist ja kein Problem. Hört ja dann das Abenteuer nicht auf an der Villa. Oder doch? Oh, ein fragwürdiges Rezept, Gericht. Aha.
war doch der Salat, den wir reingetan haben. Mach mal ein bisschen Tee. Hast du Hunger? Nee, gerade nicht. Das ist fragwürdig, wie richtig ist doch genau. Salat im Ofen ist aber auch wirklich fragwürdig. Ja, aber bestimmt für ihn genau das Richtige. Und warten wir mal, bis er Hunger kriegt. Der frisst das bestimmt gerne. Würde mich zumindest nicht wundern. Jetzt gehen die Samen los. Das klingt verkehrt. Kommt sie dazu? Ne, sie geht ins Bett. Ich dachte, sie kommt jetzt dazu mitspielen. Das wäre toll. Ach, das habe ich die ganze Zeit nicht mitbekommen, weil ich mich auf das Quicktime-Event, auf das Klicken konzentriert habe. Dachte mir, was ist dieser hohe Ton, der da immer mitspielt? Ist die Katze, die da mitsingt? Fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja großartig. Wie miaut damit zum Gesang. Ich gebe dir Bestes zu machen mit. Miau, 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 miau. Deswegen ist dieser hohe piepsige Ton. Die Katze singt mit. Das ist süß. Und das Schaf kommt auch mit singen. Das Schaf. Na, 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 na. Man ist nicht ganz mal fertig. Gar nicht.